geht. Auf der Bahn 3 müsste dann Dennis Beuerl stehen vom TV Zell. Dann haben wir den vierten der deutschen Hallenmeisterschaften, Patrick Schönwall vom ABC Ludwigshafen auf der Bahn 4. Ronny Heck vom SC Magdeburg auf der Bahn 5. Daniel Heckenleitle, LG Liebes-Rings auf der Bahn 6. Sebastian Karl vom TV La auf der Bahn 7. Und der deutsche Jugendvizemeister des Jahres 2010, Andreas Lange von der LG Rhein-Neckar auf der Bahn 8. Schönwall, Lukas Hafner, da habt ihr noch ganz eng zur Sache da. Erfolgreich 1,51 Minuten, die offizielle Zeit.